Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ihr habt da unten jetzt gerade schon die Anzeigeleiste des Media Players gesehen. Und ja, ihr hört auch keine Geräusche in-game. Das liegt daran, dass der Spielsound so laut war, dass meine Stimme absolut nicht zu verstehen war. Weil mein Mikrofon sich dachte, ey, ich stelle ihn einfach mal 10.000 Mal leiser, als er eigentlich ist. Und jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und darum nehme ich jetzt gerade die beiden Folgen, die ich da aufgenommen hatte. Zum Glück waren es nur zwei. Jetzt nochmal nachträglich mit Stimme auf. Also ihr habt den ganzen zwei nächsten, also diese und nächste Folge habt ihr keinen Spielsound. Also gleich in der nächsten Folge auch nochmal. Ja, machen wir erstmal die Schienen hier weg. Die waren ja doch ein bisschen sinnlos. Wir wollten testen, ob wir hier eventuell rüberkommen. Aber ich denke mal, das funktioniert irgendwie, aber nicht mit dem Wissen, was ich habe. Da müsste ich mich eventuell nochmal informieren. Ja, wenn ihr da irgendwas wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ja. Ich bin hier weg. In der heutigen Folge wollen wir, in der heutigen Folge wollen wir ja dafür sorgen, dass wir ein bisschen an der Farm hinten anfangen zu bauen, damit wir da unser Feld bauen können. Wir wollen jetzt ein Kürbisfeld basteln. Für alle, die es in der letzten Folge, hatte ich es in der letzten Folge schon mal erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir ein Kürbisfeld basteln, das ist schon mal wichtig. Hier, so soll das dann auch aussehen. Wir werden dann hier die Schienen hinbasteln, werden dann jeweils drei Reihen Stein machen, werden um diesen Stein herum, werden wir dann Zaun einrichten und dann kann auch kein Creeper oder so uns auf die Fahrbahn springen und uns runterhauen. Und dann können wir jetzt hier zum Beispiel eine Schiene hinlegen und können dann davor noch eine Schiene packen, die eventuell in Richtung des großen Plateaus führt oder was weiß ich. Da sind die Möglichkeiten ja mannigfaltig. Es sei denn natürlich, man macht es so dämlich, wie ich das hier gerade tue, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja, genau, das ist die andere Schiene, würde dann hier runter hier dann gehen. Hier geht's auch so übel geil runter, oder? Das kommt auch voll cool, da hast du einen schönen Ansprung. Flup, 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 flup. Blume weg. Wir weichen dieser Blume nicht aus und wir haben noch zwei Schienen. Gehen wir noch kurz hier rüber. Und da können wir dann in Richtung Plateau eventuell weiterziehen. Müssen wir mal schauen, wo es hinführt. Keine Ahnung. Das sehen wir dann noch. Jetzt erstmal hier diese komische schräge Schiene danach wegmachen. Huch. Ja. Die schräge Schiene da weg. Da, 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 da. Und flupp. Wir wollen ja nicht auf die falsche Bahn gelangen. Ich wollte jetzt so, ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so schlecht, wenn ich diese Überleitung bringe. Jetzt wollte ich sagen, auf die falsche Bahn gelangt sind auch die IS und dann wollte ich so eine Überleitung machen und das wäre jetzt voll episch gekommen. Nein, eigentlich nicht. Und im Highspeed fahren wir hier. Ja, ne, wer was nicht mitbekommen hat, die IS tritt ja, also ich denke mal, dass die IS da. Also für alle, die es überhaupt nicht. Also die ISIS-Truppe heißt mittlerweile nur noch IS, sondern die nennt sich jetzt einfach Islamischer Staat. Nicht mehr, keine Ahnung, was ISIS da hieß. Islamische Staatsaffenorganisation irgendwie sowas muss es sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißen die jetzt IS und die sind ja so weit gegangen, dass sogar Anonymous gegen die in den Krieg gezogen ist, in den Cyberkrieg. Ich hab das auf LeFloid gehört, ich finde das so geil, ey, ohne Mist. Ich stell mir das vor, du kommst als, gut, natürlich stelle ich mir das nicht so vor, dass ich einer wäre, aber ach ja. Oh. Du kommst als Führer der IS da auf deine komische Website drauf, guckst dir das an und auf einmal ist die Website weg und du kommst, dann steht da nur noch so ein Spruch da wie ausgerottet. Irgend sowas, keine Ahnung, sowas voll Geiles. Stelle ich mir mega bitter in dem Moment vor. So. Auch die ganzen Bäume weg. Also wir werden jetzt hier auf diesem Plateau hier unsere Kürbisfarm hier errichten. Und dazu müssen natürlich erstmal die ganzen Bäume weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Kürbisfarm wird, aber zumindest fliegt hier das erste Zeug hin. Ich hätte natürlich auch Bock auf eine elektronische Kürbisfarm. Problem an der Sache ist natürlich, dass die mega laut ist. Es sei denn, wir machen eine halbautomatische, das könnten wir auch machen. Aber die bringt ja nur halb so viel. Wenn ich eine automatische habe, dann brauche ich mich gar nicht mehr darum kümmern. Dann wachsen die Kürbisse ohne Unterbrechung von alleine nach. Und irgendwann sind die Kisten voll. Dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit so viel Kürbis? Wir könnten natürlich anfangen, Kürbiskuchen zu machen. Aber
Kürbiskuchen geht mit, warte, Kürbis, Eiern und Milch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kürbis, Eier und Milch war es, glaube ich. Oder was, Eier und Weizen? Eier und Weizen oder Eier und Milch? Eins von beiden. Eier wären kein Problem und Weizen ja eigentlich auch nicht. Gab's da nicht mal irgendwie sowas bei den neueren Generationen? Also ich kenne mich jetzt mit den neuen Versionen von Minecraft nicht mehr allzu gut aus. Da ich privat ja nicht mehr zocke. Gab's jetzt nicht irgendwas, irgend so eine Maschine, wo du die Zutaten reintun kannst und dann entsteht direkt das, was du wolltest? Konnte man sich da nicht irgendwie was bauen? Aus verschiedenen Redstone-Schaltungen? Ich dachte, mir wäre so. Bin mir aber nicht sicher. Na gut, wäre aber eine coole Idee, so mit Kürbiskuchen machen. Milch bei Kühen ist wieder so ein Ding, das finde ich mega schlecht gemacht mit dem Milchsportlichen bei Kühen. Wo ich bin mir ja gar nicht sicher, ob das mittlerweile nicht mehr so ist. Aber das war ja eine ganze Zeit lang so, dass, warum zieht mein Opera gerade ein Update? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Ja, nee, bei der Milchsportlichen bei Kühen war das ja die ganze Weile so, dass du immer nur einen nehmen konntest. Und da habe ich früher ja privat sehr gerne so Kuchen gemacht. Ja, da hast du schon mal eine ganze Ecke für die Kuchen gebraucht, wenn du jedes Mal den neuen Eimer nehmen musstest. Das hat schon eine Weile gedauert. So. Und endlich einmal konntest du ja auch nicht im Inventar haben, weil es sich nicht gesteckt hat. Das heißt, du bist eigentlich nur am Rennen gewesen. Und zur Kuh, zur Workbench, zur Kuh, zur Workbench, zur Kuh, zur Workbench. Und immer so weiter. Das ist zwar an sich ganz okay, aber natürlich zieht man dann lieber das Abschlachten der Kuh vor, als jedes Mal dahin zu rennen und den Kuchen zu machen. Deswegen finde ich das Stacken dann doch ein bisschen besser. Irgendwas habe ich da gemacht. Ich glaube, ich habe die Musik umgeschalten. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich habe in dem Moment die Musik angemacht, weil ich mir dachte, hey, komm, wir spielen heute mal mit Musik und habe vergessen, sie von 100% auf 20% runterzusetzen. Und zudem ist meine Stimme von Fraps, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ans Mikro gekommen oder so und da muss meine Stimme rausgeschmissen worden sein. Und dann, es ging dann ungefähr so, und im Hintergrund so, yeah, jetzt machen wir hier irgendwie das. Du hast nichts verstanden. Naja, okay. Wie gesagt, es sind nur zwei Folgen, jetzt hört er halt keine Musik und keine Geräusche, das ist ja auch vollkommen egal, meine Stimme ist ja göttlich genug. Los, sagt es! Nein, lass es bleiben. Meine Stimme ist göttlich! Sagt dir der Quellbalg. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier anpassen. Ich würde sagen, die vorderste Reihe fliegt doch weg hier. Mega schwer, was zu kommentieren, was man schon gemacht hat, und dann die richtigen Dinge zu finden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit zugucke, frage ich mich, warum ich den Abfall da oben gelassen habe. Ich bin dreimal drunter durchgelaufen und habe ihn eigentlich gesehen, und da sehe ich ihn schon wieder. Und warum ich den Abfall da oben gelassen habe? Eigentlich mag ich Äpfel ziemlich und lasse die normalerweise nicht oben. Na egal. Wir bauen uns erstmal hier einen Weg jetzt hier hin. Und dann schauen wir mal auf 15 Minuten runter. Ah, die Hälfte ist rum von der Zeit. Okay. Machen wir erstmal Weg hin. Und tun die restlichen Erdestückchen, die wir jetzt erhalten, gleich hier einpflanzen. Müssen wir mal gucken. Also, 8 Felder müssen wir ja machen. Hier kommt noch die Abflussrinne hin. Wo dann sich das Zeug sammelt. La 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 la. So. Und jetzt brauchen wir noch unsere 8 Felder, die werden dann hier zu Ende. Ups, das wollte ich nicht. Hier wäre dann der Wasserdamm, wo das Wasser drin ist.
Und hier kommt eine Mauer hin, weil da ist zu Ende. Super abgetrennt. So. Das war jetzt wenig geplant. Wird auch gleich Nacht. Ich hoffe, dass die Fackeln, die ich dabei habe, ausreichen jetzt hierfür. Um die Nacht zu durchstehen. Holt doch endlich den dämlichen Apfel da runter, du Vollpfosten. Was hast du in deinem Leben eigentlich falsch gemacht? Das könnte ich mich aufregen jetzt drüber. Jetzt sehe ich, wie sich Zuschauer fühlen. Hol doch den scheiß Apfel da runter, du Spast. Irgendwie so muss das sein. So, vier Felder frei. Dann wieder vier Felder. Und dann geht's hier weiter. Vier Felder frei und da war's es auch schon. Und wieder vier Felder. Und hier drüben noch. Oh, das war falsch. Es wird Nacht. Hilfe! Schnell Fackeln setzen. 10 Stück haben wir dabei. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, aber sollte reichen für die Nacht. Damit uns so jeder dritte Krieg in die Luft springt. Ich weiß nicht, wie ich mit den Gedanken daran gegangen bin in dem Moment. Das sollte reichen. Bei Minecraft, nachts. Creeper, überall. Die Fackeln sollten reichen. Die halten mir die Creeper sicher fern. Ich habe zu viel Don't Starve gezockt, ey. Weil da reicht die Fackel für die Nacht. Eine. Da reicht eine Fackel für die Nacht und hier brauchst du 100 und bist dir immer noch nicht sicher, ob nichts kommt. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum kann ich mir. Warum kann man sich in Minecraft eigentlich kein Lagerfeuer machen? Das wäre voll cool. Dass du, wenn du dir ein Lagerfeuer machst, dass Creeper und sowas sich nicht an dich rantrauen. Oder Spinnen und dass dann nur noch die Zombies kommen. Das wäre geil, weil zu den Zombies, denen du siehst, ist ja wirklich ein Scheißdreck, ob du ein Feuer hast oder nicht. Also das wäre aber so eine richtig geile Maßnahme. Da habe ich mich beeilt, weil jetzt habe ich gedacht, es kommt ein Creeper um die Ecke. Und umgedreht und nein, da war nichts. Das war so gut. So. Schnell ein bisschen absichern. Da höre ich schon die ersten Zombies in dem Moment. Das hört ihr jetzt nicht, aber ich. So. Jetzt bauen wir hier hinten nochmal weg, damit ich mir von hier hinten auch sicher sein kann, dass da nichts um die Ecke kredenzt. Klack. Klack, 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 klack. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Klack, klack. Und klick, klick, klug, klack. Na los, komm. Mach Klack. Na mach Klack. Klack, 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 klack. So, super. Wow, und das ist der erste Zombie. Er bekommt direkt ins Gesicht. Doch, das interessiert ihn nicht. Wäre so gern ein Zombie-Freund, ein Zombie-Freund. Zombie? Oho, Zombie. Und das ist eine Spinne. Und da oben ist eine Spinne. Oh, das ist ein Zombie. Hui. Hui. Und stirb. So. Dann geht es mal weiter. Jetzt suchen wir sichere Lebensversorge. Problem bei Minecraft ist, dass die Nächte so lange dauern. So ewig lange. So, jetzt müssen wir irgendwie. Das ist eigentlich total sinnlos gewesen, diese Absicherung. Das, weil die Zombies, die kommen eh überlang, wo du. Das. Ja, ich brain. Ja. Und dann haben wir jetzt die vollkommen geile Idee, dass ich doch die Schienen auf Treppen packen könnte. Wow! Dass ich die Schienen auf Treppen packen könnte. Aber ich dächte sogar, dass es ginge, dass man Schienen auf Treppen packen kann, aber irgendwie geht's nicht mehr. Also, es schlagt mich, wenn ich da falsch liege und es geht, ging nie. Aber ich bin der Meinung, man konnte Schienen mal auf Treppen packen. Das bin ich mir ziemlich sicher sogar. Oder es geht nur nicht auf Holztreppen. Das kann auch sein. Das ist.
Das kann man ja ganz einfach dann mal in der Dings nachgucken, in der Mine. Weil wenn es auf Treppen ging, weil damals habe ich mich besser mit Schienen ausgekannt, wenn es auf Treppen ging, dann auf jeden Fall haben wir es in der Mine gemacht. Denn da haben wir das, ja. Und da hat mich gerade der Floji angeschrieben. Ich muss dann nach der. Ach, das ist so. Ach ja. Naja, ist ja gleich vorbei, die Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde.